So, und hallo auch an alle YouTube-Zuschauer, Leute. Wir starten heute Life is Strange im Stream. Falls ihr auch mal bei den Streams dabei sein wollt, dann folgt mir auf Sinfinity_Nina. Und ja, das ist der erste Stream, in dem wir Life is Strange spielen. Wir freuen uns alle sehr. Im Chat sind alle schon ziemlich hyped. Oh, da hat schon jemand reingesubbt. Miss Snow White, vielen Dank für 3 Monate. Komme pünktlich und dabei noch ein Sims-Haus bauen. Yeah, beste Kombi. Ich freue mich so sehr. Gucci-Bäre ist fing ready. Ich bin's auch. Und ich mag dein linkes Ohr. Was? Entschuldigung. ich habe dieses Spiel noch gar nicht gestartet. Das ist das erste Mal. Oh mein Gott, bitte lad jetzt nichts runter. Oh mein Gott, seid ihr so ready wie ich? Das Spiel ist nicht gruselig. Das ist ein ganz normales Story-Game. Es ist sehr emotional, aber nicht gruselig. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist das, was ich mitnehmen konnte. Okay. Oh mein Gott. Also es ist auch so mein erstes Spiel in der Art. Ich habe das Let's Play zu Beyond Two Souls geguckt, aber sonst habe ich hier noch nichts geschaut. Okay, ich gucke mal ganz kurz bei Optionen. Also wollt ihr die Untertitel anhaben? Ist wahrscheinlich besser, ne? Damit ihr auch immer alles versteht. Meine Wimpern sind die Adele Demi Wispies. 1000 Zuschauer? Bei mir steht 986, aber ich freue mich. Ich freue mich sehr. Okay, gut, dann lassen wir die an. Lassen wir mal normal. Da können wir dann gleich gucken, wie groß das ist. Toneinstellungen. Ja, ich höre das halt jetzt nicht. Ja, müsst ihr mir dann sagen, wenn das irgendwie, wenn irgendwas zu laut ist oder so, okay? Dann müsst ihr mir da Bescheid sagen und ich drücke jetzt einfach mal auf neues Spiel. Das wird eine Party, du sagst es, Sarah. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielerentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen alle deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Und wie ihr alle wisst, bin ich da nicht so gut drin. Ich bin nicht gut drin im. Oh, mein Controller vibriert. Im Entscheidungen treffen. Oh mein Gott, ich bin so ready. So ready. Ich glaube, sie heißt Max. What's happening? Oh nein, ist das auf Englisch? Ist das immer auf Englisch? Kann man das auf Deutsch spielen? Oh mein Gott. I'm trapped in a storm. How did I get here? And where is here? Spiel ist generell Englisch. Okay, dann ist gut. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Muss ich schnell laufen? Ja, ich darf laufen. Kann ich sprinten? Ich bin so ein Sprinter, Leute. Wo ist der Turm? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich traue mich gar nicht laut zu sein, weil dieses Spiel ist laut genug. Okay. Muss ich lang. Voll die schwitze Hände, ey. Holy shit. Ganz okay, kann man auf jeden Fall mal da stehen bleiben. Ja, guck's dir noch ein bisschen länger an. Gar kein Problem. Es war nur ein Traum. That was so surreal. Okay. Film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. Soll ich die Untertitel vorlesen? Nee, ne? I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. Ich kann erste Dinge tun. Why Arbus? Because of her imp. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Nein, das war schön. I can hear the class laughing at me now. Nein, rede ich nicht selber so schlecht. Images of hopeless faces.
You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and Selfie women. Machen, als ob. She saw humanity is tortured, right? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Seriously, I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Any one of you could do that. I haven't kept up with my journal as much as I should. Isn't that too easy? If anybody else looked at this, what would they think? Sollen wir das jetzt... Nee, wir lesen das nicht alles durch, oder? Wenn ihr das auf YouTube seht... Ach, ihr könnt das gar nicht alles durchlesen, weil meine Webcam, meine Facecam im Weg ist. Nina, ein wichtiger Tipp, schau dir immer alles an. Okay, das mache ich sowieso immer. Leute, ich bin ein Looter King. Ich lese... Ich guck mir immer alles an und ich muss immer alles anschauen. Bitte vorlesen? Alles? Nee. Das, ja, das wird auf Streamfinity hochgeladen, da könnt ihr euch das dann angucken. Wenn ihr das alles lesen wollt. Oder, oh mein Gott. Bitte lesen, nicht lesen. Ich wurde an der Blackwell Academy... Die Blackwell Academy... Okay, sie wurde an einer Akademie angenommen. Es ist soweit, ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nahe an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus. Nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte uns mit uns nach Seattle ziehen können. Alle Spiele spielen in Seattle, die ich spiele. The Last of Us auch. Aber Seattle ist bla 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 bla. Ein Traum und die Töne. Da hatte ich ein paar Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht lädt sich Arcadia Bay als die Insel. Okay, also sie ist wieder zurück in ihre alte Heimatstadt gezogen. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze. Wenn ich am liebsten mit mir selbst gewandt, während sie letztlich zu packen, möchte ich meine Klamotten verbringen. Außer Chloe und mich kennt mich und wir kennen uns sehr verändert haben. Ich kann mir einen Österschüler. Der Hirsch ist voll schön. Welcher Hirsch? Oh ja, er hat einen Schnäuzer. So viele mir meine Fotos auszustellen. Also sie hat irgendwas, also sie, ich glaube, Fotografie ist ihre große Leidenschaft. Prinzessin Erbs, hast du die Kategorie geändert? Du bist der Knaller. Danke dir. Du bist der Knaller. Ha! Ups. Okay. Okay. Mein erster aus meinem neuen Zimmer von einem... Vor dem ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist verteilt. Ich will hier nie weg, ich will dekorieren, ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's? Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Also sie wohnt... Also ist das eine Uni? Ich dachte, das wäre eine Highschool. Okay. Blackwell ist scheiße. Wow, das ist schnell eskaliert. Ich hatte vor, nicht so früh rumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Klassiker. Lola Vito, vielen, vielen Dank für 8 Monate. Schon wieder Abo-Jubiläum. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du so lange dabei bist. Ich könnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah, als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. So eine Mischung aus Schule und Uni. Okay. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir. Ab jetzt ein Massikhaus und Scheiße gibt mir... neuen Freund. Sie hat einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek. Düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müssten mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern.
falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Das ist dann vermutlich der Lehrer, der da gerade ist, ne? Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht so besonders fühlt, aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie die geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon, noch reicher und eingebildeter. Also alles das typische Highschool-Szenario. Okay. Der Lehrer hat nicht gesagt, ich wäre suspendiert worden. Ich will nicht alle mich noch nicht. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Missstöcke wie Victoria. Die glauben, sein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Heute kann ich mich endlich auf dem... Okay, Fotos schießen. Dem Sieger winkt... Oh! An einem nationalen Fotowettbewerb möchte sie teilnehmen, Helden des Alltags. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler sollte nur ein Foto einreichen, genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob es mich jucken würde oder ob ich... Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an, anders als einige andere hier. Aber ich versuche, mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Okay. Mein Lieblingsmonat... okay... Ich kenne nicht viel von ihm, Varen hätte... Aber er beschreibt die... Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen. Wenigstens versuche ich, aus mir rauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass mich mein Leben völlig nach einem... Okay, gut. Dann haben wir alles jetzt überflogen und wissen so ungefähr... Oh, was passiert? Wie komme ich wieder zurück? Achso. Too obvious? What if Arbus chose to capture people... Look at this crap. Oh, nee, das haben wir... How can I show this to Mr. Jefferson? I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Okay. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... Shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb like word for a wonderful teacher. Photographic tradition. Kai, wie herzlich willkommen im Universum. Has a gift. Vielen Dank für dein Sub. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Sie fragen, na doch, Sie fragen mich? You're asking me? Let me think. You either know this or not. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Lovely. Very good, Victoria. The Daguerrean process ist, brought out fine detail in people's faces, Mädchen, die sie making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Minze 23, danke schön. Nicht wundern, dass ich nicht so viel rede, ne? Das ist eher ein Spiel, wo man zuhört. Und wo man, oh mein Gott. Und wo man Dinge auf sich wirken lässt und sowas. Es wird auch mal anders sein. Es wird nicht die ganze Zeit nur so Dialoge sein, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich nicht so viel rede. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old?
Wie alt ist sie denn? 18, ne? Oder? Schon da, glaube ich, eben. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Dürfen wir das benutzen? Ich will das nicht aber benutzen. Soll ich das benutzen, Leute? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Okay. Oh mein Gott, $5,000. Okay, mhm. Rachel Amber Forever. Hm, this might make a cool shot. Dann machen wir doch mal ein Foto. Darf ich das sehen? Oh, da ist es. Kann ich da draufklicken? Nee, kann ich nicht. Cute. Hi, Kate. Die mochten wir doch, oder? Kate looks so sad and quiet today. Aww. Poor thing. Was ist Hi, los? Kate. Oh. Hi, Max. Oh. Du bist halt so still. You seem quiet today. Just thinking too much. Same, girl. Same. Victoria hat bereits gewonnen. Willst du auch einen Tee? Wir fragen sie, ob sie einen Tee I möchte. Hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Ich liebe sie jetzt schon. Kate Fanclub. Oh, da ist eine Papierkugel auf dem Boden. Habe ich noch gesehen. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Liebe Kate, wir lieben dein Porno-Video, Blackwell Academy. Oh mein Gott. Hm. Nee, ist nicht Kate. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Photoshop für Arme. Das Spiel entspannt mich irgendwie voll. Ja, mich auch. Mega krass. Richtig cool. Okay, den Drucker habe ich noch anzuschauen. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. Ja, können wir gerne ausprobieren. I could put out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ah. Er ist also ein erfolgreicher Fotograf. Hier sind noch mehr Fotos. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Das sind Even also though I alle didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay. Damn, they have carbon fiber tripods here. Hätte ich auch gern. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Same. Okay. Können wir noch mit denen sprechen? Sonst würde ich jetzt nämlich rausgehen. Victoria! Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Sie ist einfach ich. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Ich weiß gar nicht warum. Lina, vielen Dank für 10 Monate. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich hatte nicht so viel Zeit. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Rede nochmal mit ihr. Mit Kate? Let's talk later, Max. Ah, sie will nicht. Okay, girl. Okay. Bye.
Ich habe nichts übersehen, ne? Wenn ich irgendwas übersehe oder so, irgendwas Wichtiges, dann könnt ihr es gerne schreiben. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Mensch, sie ist aber überzeugt hier von dem. Hier ist eine Kamera. Darf ich die haben? Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Same. Wie oft habe ich schon same gesagt, aber die ist einfach so relatable. You didn't tell me how cute I look yet. I was about to. Welcome to the real world. Then I might send you a special picture of Max. Okay. I need to see her this time out in the bathroom. Yeah. Brush water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix. Yay! She's so fucking shy. Ich glaube, jetzt kommt ein Lied, wenn ich mich richtig erinnere. Weil an die Szene erinnere ich mich sehr bei Gronkh. Also, wenn irgendwas zu laut ist oder so, ne, dann schreibt mir das gerne in den Chat. Oder zu leise. Dann kann ich da gerne drauf antworten. Aber bis jetzt finde ich es richtig nice. Richtig nice. Life is Strange, Episode 1. Chrysalis? Hi, Lana Del Death. To all of you. Evan. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Imagine a world without you. American girls. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Driving a car by the seaside. I hate having everybody see inside my locker. The world from the bright side. I love that picture of Mom and Dad. Aww. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. To all of you, American girls in the movies. These missing persons posters are popping up everywhere. Clinton Young and Rachel Amber. Da stand doch auf dem Tisch. Auf dem Tisch stand doch Rachel Amber Forever. I wish I had. Da kam ich her, oder? There's Taylor, always waiting for Victoria. Mm-hmm. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Oh, das Lied, ne? Sometimes walking around my own place, wondering why. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Mm-hmm. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Okay. Baron beside a point, no? Bösewichte, kann ich die hauen? I hate bully jockstraps like Logan. Ja, same. And he's a Vortex Club member. Kann ich nicht für ihn einstehen? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the Dann shit stell dich dazwischen. Leute, wenn ihr solche Situationen seht, immer dazwischen gehen, okay? Nochmal so ein vermissten Poster. They should just call it a sugar machine. Yep. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Good thing I left my AK at home. There's Hayden, another Vortex Club bro. Mm-hmm. But he's actually not an ass. Männertoilette. Hier geht's nicht lang. Frauentoilette.
da gar nicht drauf. Überraschung. Nobody can see. Nein, lass die Musik an! Except for me. No! Ich fand die Musik so schön. Rachel Amber is a bitch. Oh, okay. Now who would bother to write that crap? Ja, ist so. Ist so. Hier hängt noch ein Poster. The last time I got a flu shot, the flu I got shot the before flu. The flu gets Fuck you. You. In Zeiten von Corona hittet das nochmal ganz anders. Wasser kann ich benutzen. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Das Bild ist voll schön. Fuck it. Max! When a door closes, a window opens. Or something like that. I hate Victoria Chase. Schließe ich mir an. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Hä, ist das ein Typ? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now. Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Mein Controller vibriert. Whoa. Oh mein Gott. What the fuck? How can oh that be? Oh mein Gott. I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. Oh mein Gott. And then I was back here. Kann ich das jetzt verhindern? I already heard this lecture. From light to sound. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone oh my God, my hands are so sweaty. Sari, jetzt hier kommen Universum. Now, shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. No. Kann ich die jetzt auch wieder reparieren? Okay. If I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse yeah. time? Victoria, why Arvis? Halte L2 because of her. Can you give me I actually did it. Photographer who perfectly captured I'm a the human time machine. Anybody? Oh my God. Ich weiß die Antwort. Don't freak out. Ich weiß die yet. Antwort. Victoria, why Arvis? Because of her Keep it together, Max. Muss ich jetzt noch mal ein Selfie? You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and Weil das hat doch den Dialog ausgelöst. She saw humanity's When I torture. Took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know, the It's real. Portrait has been popular I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist.
The point Can I save her? Yeah. Has always been a vital aspect of art Let's and go. Photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Mir ist schlecht. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. Böse. You're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Also some boots are given the right answer. Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Was? Halte L2. There's only one way around this. Max, since you've captured our interest and clearly oh my god can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich sage jetzt die Antwort. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of that. Lass mich raus. Aus dem Weg. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Yeah. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. Ja, ich muss jetzt gehen. Ich kann leider nicht mit dir reden, auch wenn du sexy bist. It's aber ich kann nicht mit dir reden. Warte mal, aber... Nein, ich rede jetzt nicht nochmal mit ihr. Ich muss in das... Kann ich einfach abhauen? Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weich nicht aus. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the... Nee, ich muss jemanden davor retten, nicht getötet Max, zu werden. Don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Jetzt sind die Gegebenheiten anders als davor. Go on. Don't let me stop you. No way. Aber... Drücke L1, um schnell deine letzte Aktion rückgängig zu machen. Spul die Zeit wieder zurück. Your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Nein, Prinzessin Erbste, das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Wenn die Leute nur mir Tipps geben, das ist in Ordnung. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Mein Spruch. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, ich gehe mit Kate reden. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. Ich habe nicht zugehört. Ich muss jetzt, ich muss in die Toilette jetzt. Tut mir leid. War ich böse zu ihr? Oh nein, ich glaube, ich war böse zu ihr. I hope I have enough time to get to the bathroom. Aus dem Weg! Please, please.
Ist das die richtige? Das ist die falsche Richtung. Aus dem... Nee, ist doch die richtige Richtung. Aus dem Weg! Ihr seid so böse. Yo, Daniel! You remember that it's payday? I hate that science class with those nerds. Hä, war das nicht die richtige Toilette? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin falsch! Hier ist richtig. Nee! Hä? I can't let that girl die in the bathroom. Oh, da ist sie. Okay, ich hab's. Okay, Max, retrace every step. Schmetterling. Nee, Gesicht. Gesicht waschen. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. Wowzer. I need a hammer to break it open. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hella more trouble for this than drugs. Als ob da einfach so Lama liegt. Get that gun away from me, psycho! Ah! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Okay, okay. Get that gun away from me, psycho! Hab ich... Oh my god! Das geht aber auch einfach so schnell. Habe ich jetzt einen Hammer? Ja. No way. Oh mein Gott. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Mach die Tür auf. Do not freak out. Ja, das ist aber eigentlich schon ein bisschen Grund dazu. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. Oh, sorry. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Tipps sind in Ordnung. Thank you, Mr. Madsen. Legt euch da bitte nicht The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm, since that's your job. Nur halt nicht immer so sagen, ja, jetzt mach das und mach das, sondern vielleicht dann halt so, ja, guck dich da nochmal um oder so. Okay? Aber wo muss ich denn hin? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Oh my god. Ja, aber ich sag's einfach, oder? Was würdet ihr machen? Ich sag's jetzt, ne? Ja, ich sag's auch. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. Yeah. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Boah, Prescott was für ein happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon Immer in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally.
Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Was ein... Of course this academic drone won't do anything. Dieses Symbol bedeutet, dass deine Tat Konsequenzen hat, weil du kannst die Zeit zurücknehmen, dich anders zu entscheiden. Can I rewind and change my story? Ich... Ich würde es aber nicht... Würdet ihr das zurückspulen? Ich würde es nicht machen, oder? Weil es ist doch richtig, dass wir es gesagt haben. Max, you better go on outside. Nee! Ich mach's auch nicht, Leute. Okay, tschüss! Hier lang? Zurück zum Schulgelände. Das Spiel stresst mich jetzt schon, Leute. Also war es doch gut, dass wir es gemacht haben. Also vielleicht so ein bisschen gut zumindest. Hi Hayden. Bist du nett? There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Hey Hayden. Hi. There she is. The retro selfie master. Ach, das war der, der nett ist, oder? You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Yeah, genau. Seems so elitist. Das interessiert mich auch. Only if you're not cool enough to get in. Oh, wow. And it doesn't hurt your resume. Oh, wow. If you say so. I do. Schon ein Grund, nicht drin But you should drin actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Ich denke nicht. I don't think so. I'm not Miss Party. Max, that's because ich. You haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Rachel, ich möchte über Rachel. So, you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens oh, to people who disappear without trace. Oh, dieser Kopf da unten, voll gruselig, Alter. Mochte Victoria Rachel? Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel, Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Und jetzt möchte ich nochmal über Nathan. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. No, he's fuck not. The haters. Hat er gerade gesagt, fuck the raider, fuck the haters. Oh mein Gott. Er wirkt etwas, ist das unser Business? Ja, es ist unser Business. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Hi, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay. Bye. Die Finis sieht nett aus. Hi, girl. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Yeah. Yeah. I'd love to.
I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? Yeah. A weapon, right? Was? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Es wäre auch ein Tipp, immer alle Optionen durchschauen und danach die für dich beste wählen. Okay. Kann ich ihre Tasche klauen? Wie suchen? What a complicated name for such a tiny drone. Als ob man einfach so an fremde Taschen geht. Oh. War das nicht gut, oder? I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Oh. Oh, okay. Okay. Oh my God. Oh, warte mal, da war noch eine Sache. Warte. Oh, oh. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Habe ich das jetzt rückgängig gemacht, dass ich das gesehen habe? Da war in Titan das so... Ja, aber warum sollte ich denn zurückspulen? Nochmal mit ihr reden bei diesem Symbol, aber warum? Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Muss ich jetzt zurückspulen? Hä? Ich muss die Gespräche, glaube ich, besser zuhören. Okay. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone. Okay, also soll ich jetzt zurückspulen? Bis zu dem Punkt. Ist das korrekt? Hi, Brooke. Okay. Let me guess. Okay. Do you want to fly my drone? Tabeus und Taco, vielen Dank für 3 Monate. Puh, okay. Das ist eine High-Fly-Drohne. Okay. Ich hab's jetzt, Leute. That looks like a high-fly drone. Oh, ich muss erst mal reinkommen, okay? Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that. Especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Oh! Kann ich damit Nathan sehen? Ich steuere das nicht übrigens, ne? Oh, doch. Hä? Oh. Hä? Das ist voll die komische Steuerung. Steuere ich das doch nicht? Ich raff's nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das steuere oder nicht. Du steuerst nicht. Okay, gut. Okay, dann ist gut. Ich dachte schon. Kam diese Antwortmöglichkeit jetzt nicht erst, nachdem Nina in die Tasche geguckt hat? Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ich konnte diese Antwort nur geben, weil ich dann nach dem Gespräch in die Tasche geguckt habe. Dann konnte ich zurückspulen, um dann eben... Du siehst das Gleiche nur jetzt immer wieder. Aber wie kann ich das denn beenden? Ah, okay. Danke, Brooke.
Kann ich nochmal mit dir reden? I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here, give the drone a whirl around campus. Nein, ich will ihn nochmal. Okay, bye, girl. Ich möchte jetzt mal den Varen, oder wie der heißt, kennenlernen. This day has been so insane. Everything is happening too fast. Ja. Nina ist dezent überfordert. None of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Boah, das Spiel ist einfach so schön, ne? Okay. Kann ich zu ihr da vorne gehen? Die habe ich vorhin schon gesehen. Mrs. Grant. Ah, okay. Die ist doch nett. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But da bin ich ganz vorne mit dabei. Ja! Auf jeden Fall. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Ich habe nicht zugehört, Leute, weil ich gerade im Stream, im Chat gelesen habe. Was hat sie gesagt? Was hat sie nochmal gesagt, Leute? Könnt ihr das kurz wiederholen? Nina, hör dem besser zu. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich muss mich gerade noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe noch nie ein Storygame im Stream gespielt, deswegen ist das doch ein bisschen schwierig für mich. Der David will Kameras in der ganzen Schule anbringen. Okay, das finde ich gut. Ich finde es gut. Das hätte Rachel helfen können. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Na gut. Aber nur weil sie sind, Mrs. Grant. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Na gut. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Okay. The petition is going well. I think we'll hit our goal. Okay. Warren, Tagebuch. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Aber... ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Okay. Okay, okay, okay. Hey there, warum kann ich denn mit denen einreden? Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Oh mein Gott. Isn't he incredible? Ja, ist ein bisschen sexy. Er ist unnahbar, ich denke auch. Ja, ich denke auch. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love sexy teacher, würde ich sagen. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks.
Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Du kanntest Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay. I'd like to study this photo if you don't mind. Yeah, okay. Okay. Okay, also Rachel Amber wird vermisst, aber ist sie in der, also ist sie aus der Schule verschwunden? Hi. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Warum? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steve McCurry ist doch ein Basketballspieler, oder? Oder ist das... heißt der anders? Robert Dornau. Isn't it Robert Dornau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Kann ich das jetzt wieder zurückspulen? Hey Evan. Ich hab es jetzt, Leute. Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ach, ich weiß es ja immer noch nicht. Der hat mir die Antwort ja nicht verraten. Ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht Eugene. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Ist das schlecht, wenn ich das immer zurückspule? Aber ich will das Portfolio ja sehen. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. Bösewicht. No offense, Max. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? So jetzt noch eine 50-50 Chance, Ina, das schaffst du jetzt. A simple question. Ja. Who photographed the famous falling soldier? Okay. Es ist Robert. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. Endlich. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's yeah. Not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Okay. Abstract landscapes. Okay. Danke, Bro. Nein. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Wie war sie so? What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Boah, ist genau mein Ding. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich ein Riesenfan von Kriminalfällen und sowas bin. Sorry. I have to get back to my portfolio. Hi, Luke. Hello? Max, I don't feel like talking. Oh. Okay. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid.
He thinks he can own people, like his parents own Blackwell. Yeah! Like he owns the Vortex Club. Yeah! Yes, he's a nasty piece of work. You know him? Yeah! I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. Noch mal zum Brunnen gehen. Ja, you are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Ich glaube, das war nicht gut. Clever. Vortex Club sucks. Okay. Also der Vortex Club ist scheiße, steht da quasi. Ich wünschte, ich könnte sprinten. Hi, Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, Ja, oh, das ist der aus dem Flur. Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook. Gar kein Problem. Es wäre mir eine Ehre. Honored, oh, schieb Daniel. Feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Oh mein Gott. Rachel Amber. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Was ist mit ihr passiert? So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're okay. A good diva. Oh, that's a good posture. R2 und du sprintest. Danke, Leute. Mega. Oh, Max, du bist so schön. Good. Good. Best portrait ever. Wow. Leute, für mich gibt es immer nichts Schöneres, als wenn mir Leute Bilder von mir schicken, wo sie diese Tatwitz-Konsequenzen haben. Wo sie mich gemalt haben. Ich finde das so krass. Ich finde es so, so heftig. Thanks, Max. I'd like to draw you another time. Gerne, if you want. Daniel. Oh, da ist noch was. Ausstellungstafel. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Ah, von Mr. Jefferson. Okay. Das hier auch? Die alle von Mr. Jefferson? Okay, zu den Cool Kids gehe ich da gleich erst. Nee, hier saß ich ja. Can my dad be okay? You guys are retarded. Please go ahead and kill me. Please find me a BF for prom. Thanks for the coins, bitches. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Make me famous. Then fuck me. Okay. Aha. Ich habe alles gelesen, was hier stand. Gut. Warte, jetzt muss ich auch ganz kurz testen, wie ich sprinten kann. Ah, okay. Alles klar. Also hier sind nochmal Poster. I could go for a burger now. On a quest for magic and adventure, roll the 20-sided dice. Aha. Hi, Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Okay. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ja, okay, dann gehe ich halt jetzt auch.
Also, habe ich ja jetzt auch gar keinen Bock, mich da... Also, ich muss ihm ja nichts beweisen. Dann. Also, ich muss... Leute, jetzt mal eine generelle Frage. Ich muss es doch nicht machen, oder? Ich muss doch jetzt nicht zurückspulen und meine Antwort ändern, oder? Weil, ist mir doch egal, was der Typ vor mir hält. Also, ist jetzt nur eine generelle Frage. Jetzt nicht nur auf die Beziehung, auf die Dings. Nee, musst du nicht. Okay. Hi an alle, die neu dazugekommen sind. Okay. Musst du nicht, aber es hilft dir meistens. Ja, aber ganz ehrlich, gar keinen Bock, dass dieser Justin mich so dumm anmacht und dann... Nee. Es hat jemand geschrieben, ich habe... Ah, die Statue habe ich übersehen. Okay. Hi, Sternschnuppe. Wow, mit einer Möwe obendrauf. Okay, dann haben wir jetzt hier so gut wie alles gesehen. Da sind ganz viele Poster von Rachel. Mit Hayden haben wir geredet. Ist das, sind das die Zimmer, also die Dorms? Oder kann ich auch noch darunter gehen? Ich kann ja auch noch darunter. Bye, Justin. Obviously can't go there. Wieso? Warum? Obviously can't go there. Why? Na gut. Dann gehe ich jetzt zu den Dorm Rooms. Oh, hier kann ich auch sitzen. Ich liebe es zu sitzen. So bizarre to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. Leute, das ist nicht Priorität Nummer 1. I'm even more an outsider. Macht nix. Lieber Außenseiter sein, als sich bei Leuten einzuschleimen. Journal and my camera. Man, these are supposed to be the best years of my life. Ich freue mich bei so Leuten wie Justin zum Beispiel. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ich liebe diese Grafik, ja, ich auch. Ich finde es richtig cool. Ich bin gerne Außenseiter. Ganz ehrlich, ich auch. Früher in der Schule war mir das immer mega wichtig, dass mich alle Leute mögen. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich ziemlich beliebt war so in der Schule, sage ich mal. Also ich hatte mega viele Freunde und jeder kannte mich so irgendwie. Und mittlerweile, ich bin so gerne alleine und ich bin so gerne mit Menschen, die die gleichen Interessen haben wie ich, aber dann eben... Ja, eher halt, dann habe ich ja eher einen kleineren Freundeskreis mit echten Leuten. Okay, ich glaube, ich habe gerade im Chat gelesen, dass man eigentlich auf die andere Seite gehen muss, also dass da die Dormrooms sind. Da gehen wir dann gleich hin, aber erstmal will ich hier noch ganz kurz gucken. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Bully much. Beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten Menschen. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche Bully for You. Wir stehen hinter dir. Wow. Bibelkreis. Auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen. Danke und Gott segne dich. Segne dich. Okay. Ja, habe ich nochmal das vermisste Poster. Warren's waiting for me and ja, okay. Warren, ich hole jetzt deinen USB-Stick. Ich gehe nur noch ganz kurz hier so lang. Ich würde gerne die Eichhörnchen streicheln, aber ich glaube, die wollen nicht, dass ich sie streiche. No admittance without faculty supervision. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. Geil. They sure get a lot of mileage out of otter power. The otters. Ich wusste gar nicht, dass Otter im Englischen auch Otter heißt. Also es genauso geschrieben wird. Okay, dann sprinten wir mal eine Runde jetzt auf die andere Seite. Wie gefällt es euch bisher? Also vor allem auch die, die das Spiel noch nicht kennen. Ja? Sehr gut. Okay, freut mich. Bei mir gefällt es nämlich auch richtig gut. Ach, da steht ja auch Dormitories. I need to go there and grab Warren's flash drive. Okay. Achso.
Hab die ersten 50 Minuten verpasst, ist aber cool. Eigentlich hast du aber auch nicht wirklich was verpasst, weil das ist ja noch so ein bisschen Prolog gewesen. Da ist der böse Wachmann. Da, den hat sie, davon hat sie eben ein Bild gehabt und da stand, dass der böse ist. Ich liebe die Stimmung. Ja, ich auch. Ich finde das so entspannt. Ich muss in mein Zimmer. Ja, okay. Aber erstmal kann ich noch die bösen Menschen ansprechen. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Mal gucken, ob ich die bösen Menschen ansprechen darf. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Kann ich ihn hauen? No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Und du, Zachary? Football, Max. Big football. Step away. Hoffentlich kann ich... Oh, hier ist Kate. Warte, erstmal will ich mich mit Recycling beschäftigen. Ganz wichtig, Leute. Aber dann spreche ich mit Kate. There's Kate, looking sadder than usual. Oh, ja. Hi, Kate. Hey, Max. Hi, girl. Wie war der... Nein, wir sprechen direkt über ihre Gefühle. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. Oh. I'm sorry. Oh mein Gott, ich weine jetzt schon fast, Leute, weil das so relatable ist. Ich weiß nicht, soll ich sie jetzt nochmal ansprechen? Einmal noch. Max, get a clue. Okay. Oh mein Gott. Hallo. Oh, ich kann... Ich kann ein Foto von dem Eichhörnchen machen. Süß. This is going to be too damn cute. Yeah. At least it's on a cat picture. Entschuldigung. Wir lieben Katzen. Oh, der ist glaube ich böse, oder? Howdy, Samuel. Oder ist das ein anderer? Hello, nee, ist ein anderer. Ist ein anderer. Okay. Du siehst beschäftigt aus. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Nice, bro. Du kanntest Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Warum kann mir denn keiner sagen, was passiert ist? Niemand kann mir sagen, was mit ihr passiert ist. Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Warum redet er in der dritten Person? Also sie ist halt einfach verschwunden und niemand weiß, was mit ihr ist. Weil es noch niemand weiß. Okay. Okay, sie wissen es selbst nicht. Rachel ist einfach spurlos verschwunden. Okay, alles klar. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery, positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Ich weiß nicht, ob ich ihn creepy oder süß finde. So, jetzt will ich noch mit diesem Girl reden und dann kümmere ich mich um den USB-Stick. Oh. Hi, Max. Was liest du gerade? What are you reading? Love today or die forever. Uh-huh. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. Oh, I really have to find out what happens. Okay. Okay. Dann halt nicht. Was geht ab, Girl? Oh nein. Ich hab keinen Bock. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. Nice, you could barely even say that. I guess you got your meds filled. Yeah. Warum ist sie so böse? Since you know all the answers. I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. Ich möchte böse Wörter sagen, aber
So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Do you understand English? Get lost. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Okay. Ja, keine Ahnung. Muss ich jetzt hier über die Leiter reinklettern? Oh, tatsächlich. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Ach so. I just want to get Victoria the hell out of the way. Oh. Ah, hier kann ich rein. Wasserpumpe. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Kann ich das denn? This main sprinkler valve looks easy enough to use. Nina bildet sich genau den ersten Eindruck über jeden Charakter, wie die Entwickler das wollen. Muss ich noch vorher irgendwas mit den... Ah. There's only one way around this. Und jetzt? Was muss ich denn machen? I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Ja, möchte ich. Aber... Hä? Noch weiter zurück? Wie weit denn? Bevor er hochgeht, so? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Noch weiter? Und jetzt? Ah! I can't grab that. Samuel is way too close. Okay, okay, okay. Okay, ich hab's, Leute, ich hab's. Okay, let's see if this works. Und jetzt muss ich noch was machen? What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Nice. Ich lieb's jetzt schon, Leute. Ich lieb's jetzt schon. Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Oh my god. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. Was für Sklaven, ey. Was für Sklaven. It worked. Don't mess with Max, bitches. Kann ich nochmal mit dir reden? Hey, Victoria. What do you want, Max? Ich tröste sie, weil ich bin nicht so wie sie. Das war eine sehr wichtige Entscheidung, oder? That's an awesome cashmere coat. Ich stand it was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. Warum ist die jetzt auf einmal so nett? I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Okay.
You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Guck mal, Leute, was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Wenn man nett zu anderen ist? Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before Nein, I find Warren. Hättest du nicht. Wenn man nett zu anderen, also was man in die Welt hinausruft, so kommt es auch zu einem zurück, Leute, okay? Wer hat Geburtstag? Sims Forever hat Geburtstag. Alles Liebe zum Geburtstag. Wieder Musik. Rettung. Mörder. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Ist das Ambers Room? Ambers Room? Ist das Ambers Zimmer? Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. No boys allowed. As if. As if. Juliet, read this week's edition of the Blackwell Totem. Seriously, Juliet, extreme reporter. Okay. Stompem Bigfoots. Warum haben die alle so komische Sachen da stehen? Showers. Kann ich da reingehen? Ich möchte duschen! Okay. Ich darf anscheinend nicht duschen. Always be aware of your location. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter. Und all das haben sie wahrscheinlich erst ins Leben gerufen, nachdem Amber verschwunden ist. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Ich würde beitreten. Ich würde beitreten. In den Geek Girls Book Club. Oh, mega cool. For sale, this bike will lead you anywhere. Thanks for the warning. Nee, da will ich nicht rein. Ich möchte in den Geek Club. Alisa, herzlich willkommen, Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ey, ich würde so gern mit Max befreundet sein. Ach Gott. Poster. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Toilettenpapier? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Okay. Und was kann ich hier schon wieder mit dem Feueralarm machen? At least that's an alarm from this century. Okay. Hallo Ananasbaguette. Hallo Heidekuh. Sie heißt Rachel. Was habe ich denn gesagt? Ach, Rachel. Ich habe Amber gesagt. Entschuldigung. Rachel Amber. Sorry. Das Max Zimmer. Was stand hier noch? Ich möchte es lesen, was die alle da drauf schreiben. Will bang for Jesus. Geil. Peace. Wessen Zimmer ist denn das? The universal symbol for please leave me alone, asshole. Okay. So, was ist hier noch? This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind einmal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. Verloren. Handy. Diamanthülle zuletzt. Ja, okay. Statistik-Tutor gesucht. Hilfe fast einen Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Okay. Meat is still murder. Join the Blackwell Vegan Club. Yes! Girls Night Out, Halloweeny, Scream Along. Okay. Aber wessen... Also das ist ja... Ich habe nichts geschrieben. Ich habe nichts zu sagen. Aber warum hatte das jetzt Konsequenzen? Wessen Zimmer ist das? Kates Zimmer?
Okay. Was kann ich jetzt zeichnen? Mich selber was malen. It's me. Schau auf den Plan, wessen Zimmer das ist. Wo ist denn? Hier vorne war, glaube ich, irgendwo ein Plan. Na, hier. Ah, okay. Welcome to Black Hill. Nee, dann ist das doch... Ah, nee, dann ist das Kates Zimmer. Und Victorias Zimmer ist genau gegenüber. Okay. Ich verstehe. Können wir Toilettenpause machen? Ja, können wir eigentlich machen. Dann kann ich mir was zu trinken holen, weil ich habe nämlich nichts zu trinken mehr da. Dann machen wir eine ganz kurze Pause. Und wer ist nochmal Kate? Kate ist das traurige Mädchen, die so traurig auf der Bank saß. Aber Nina, das hättest du auch so gemeint. Ja, I know. Okay, dann machen wir eine ganz kurze Pipi-Pause. Ich mache eine Werbung noch rein. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, habt ihr keine. Und das war, da war eine Beleidigung, du hast sie weggemacht. Also gute Entscheidung. Okay, sehr gut. Tati, herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Fühl dich geknutscht. Life is Strange ist nicht gruselig. Okay, dann eine ganz kurze Pipi-Pause. Bis gleich. Wo habe ich meine Flasche? Ach, die ist im Zimmer. Just get to your room and grab Warren's flash drive. After all this action, I still have to get Warren's flash drive. Here she comes. Oh my gosh, this was me drin. Oh my gosh. Ich habe Eistee. Wie, sie hat geredet? Wer hat geredet? Fana, Maracuja, irgendwas, Eistee. Ha, okay. Ich glaube, du wurdest gehostet. Ja, es wird immer leider nur angezeigt, wenn man mit mehr als einem Zuschauer gehostet wird. Mehr als drei Zuschauer oder so. Ich weiß es nicht. Egal. Sie hat geredet. Was hat sie denn gesagt? Was hat Max gesagt? Sie sagte, dass sie das mit dem USB-Dings machen soll. Okay, I'm sorry, Max. Also. Oh. Ich verdrücke mal aus Versehen auf den falschen Knopf. Also, warte mal. Hier geht's nirgendwo hin. Und das ist dann... Nee. Das ist Victorias Zimmer. Oh, die Tür ist offen. Oh. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to be. To see. Sei selbst die Veränderung, die du sehen möchtest. Okay. Gut, das hat mir geklärt. Dann gehen wir jetzt in mein Zimmer. Alles klar. Betreten. Home sweet home.
My favorite cocoon. Schönes Zimmer hast du, Max. So, wo ist der? Ich will aber erst alles. It's such a pretty guitar. I need to play it more. Oh, eine SMS von Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Ah, sie heißt Maxine. Ich könnte nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Max, dein Direktor, hat mir eine E-Mail geschickt. Du hättest Märchen über einen Ehrenschüler Blackwoods erzählt. Er meinte, das sei eine schwere falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich as soon as possible an, damit wir darüber reden können. Mama! Oh mein Gott. Okay. Ich spiele jetzt erstmal Gitarre. Bei The Last of Us kann man übrigens auch Gitarre spielen. Euro, dass Nina jetzt weint. Ich habe ja gesagt, zurückspulen. Nein, ich finde es immer noch richtig, dass wir ihn angeschwärzt haben. Nur weil der Direktor so ein Sack ist, ist alles korrekt. Keine Ahnung, also ich finde das zwar cool mit dem Zurückspulen und so, und das wird sicherlich auch alles noch seinen Sinn und Zweck haben, aber manche Sachen will ich einfach nicht zurückspulen, wie zum Beispiel auch das mit Justin, was Justin dann zu uns gesagt hat. Keine Ahnung. Bye, Hamsterlele. Hamsterlelelele. Okay. Es war schön. Ich wollte gerade schon Ellie sagen. Hast du The Last of Us 2 schon durch? Nee. Ich habe erst 8% habe ich jetzt gesehen, obwohl ich schon so viele Spielstunden habe. Aber ich gucke mir halt alles ganz, ganz genau an. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. Okay. I should have every Bradbury book for myself. Instant film is so damn hard to find and expensive now. But ja. I can't help it. I'm analog, not digital. Kann ich ein Lied von singen? Okay, Pflanze. I haven't forgotten you, little Lisa. Aww. Yet. Ich gieß dich, Lisa. You are thirsty. I'm the worst baby. Die Amerikaner, ey, gießen ihre Drink Pflanzen up. Mit Plastikflaschenwasser. Als ob das Konsequenzen haben wird, dass ich meine Pflanze gegossen habe. Das ist so süß. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Okay. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey, ich habe mir deinen USB... No! USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Okay, machen wir sofort. There's my poor laptop begging me to check in. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Ach ja, er sagt dir, dass er das posten wird. Ey, das ist so schön. Das ist so schön. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Aww. Ich möchte ihn jetzt endlich kennenlernen. Max, danke für deine Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick. Falls du sie dir ansehen willst, danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren. Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht dann mal einmal ganz kurz was... Here's my go-to source for instant okay. photo inspiration. Und dann gehen wir kurz in Dana's Zimmer und Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Schon wieder gesabbert. Weiß auch nicht, warum ich nicht trinken kann, Leute. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle.
So is your daddy. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Jeez. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Haben die nicht eben über den Doineau geredet? Kann ich Musik anmachen? Yes. Max and Chloe, no. Best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Ey, die Musik macht mich jetzt schon emotional. Ich kenne Stardew Valley, ja. Meinen Katzen geht sehr gut. Ich kann mich ins Bett legen. Vermutlich ist das jetzt nicht das Richtige, aber... So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Oh my God, this is the Max Caulfield Photo Memorial Wall. Oh, wow. Die Musik ist so schön. Nur ganz kurz, Leute. Life is Strange macht einfach süchtig. Ich finde auch, also guck mal, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden gespielt. This day has been so damn bizarre and it feels like it's gone on forever. Es fühlt sich an, als hätten wir 10 Minuten gespielt, ohne Spaß. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Okay, wir müssen aufstehen, Girl. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Man merkt's oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder, kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich brutaliere, Sig, achso, dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und... Ultra Vixens. Peace or Warren? Warum schreibt er mal Warren G? Okay, wir können noch ein Foto hier im Spiegel machen. Bitte ohne Blitz. Max, das war nicht gut. Ja, zeig mir jetzt das Foto. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Foto geworden ist. Lüge! Lüge, Leute. Lüge. 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 Weiß jemand, wie das Lied heißt? Fragen ein paar im Chat. Wusste jemand, wie das Lied heißt? Das hat sich ein bisschen angehört wie Tom Rosenthal tatsächlich. Ist doch ehrlich, ist doch wirklich eine Lüge, oder? Lüge. Es gibt eine Playlist von Life is Strange auf Spotify. No way! Oh mein Gott. Mega cool. Also, Leute, gibt's auf Spotify. Gut. Lüge. Nur nochmal, damit das alle verstanden haben. Was ist mit der Steckerleiste? Warum? Warum soll ich das ausschalten? Ich mache es einfach. Wenn das Spiel mir sagt, ich kann es an- und ausschalten, dann schalte ich das lieber aus. Weil sonst brennt es hinterher hier noch oder so. I don't know. Ach, ist meine Anlage jetzt auch automatisch aus? Nee, ich kann die wieder einschalten. Aber wir haben ja genug Musik gehört. Wir gehen jetzt eh in Danas Zimmer. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Was? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Juliet, this is so stupid. Hey, Juliet. Hey, Juliet. Is everything cool? Juliet. Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Was hat sie getan? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ooh. Ouch. How did you find out? Why do you care?
Why are you even asking me? Weil ich nett bin im Gegensatz zu dir. Zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Was ist meiner, hä? Oh mein Gott, weiß ich doch nicht. Juliet Patson. Heide Kuh, herzlich willkommen im Universum. Vielen Dank, Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Sollte ich das zurückspulen? Answer, you wuss. Okay. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, sei lieb. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Was ist denn überhaupt Thanks. Sexten oder was? I locked Dana in because she was sexting Zach, so my sexuell boyfriend. Miteinander schreiben. Würde Dana das tun? Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Oh. Straight to hell. Zachary war der Typ, der draußen auch mit dem Football gespielt hat, der auch kacke war. Okay, kann sie jetzt weggehen? Ich brauch... I'm not letting her out until she tells the truth. Muss ich jetzt nochmal zurückspulen? Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think da you knew stand my name der Beweis ist in Victoria's of Zimmer. Of course I do. Ist, hat Dana Thanks. Okay. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. If you don't let me out, I will scream. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana Deswegen go war die Tür auch auf. According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I okay. swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. It's in ihrem Zimmer. Oh, wow. Victoria hat Geschmack. Brief der Galerie. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Vielen Dank für das Einreichen des Beides der Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Oh. Okay, ich will hier jetzt gar nicht zu viel rumschnüffeln, so, weil ich Angst habe, dass das hinterher Konsequenzen hat. Vor allem nicht. Ah, vielleicht ist das Tablet der Beweis. Oder der Laptop. Ah, ich habe ein bisschen Angst. Vermisstenposter, Buch, Zeitung, Was ist hier noch so? Those boots are made for walking runways. Okay. Dior, Givenchy. Okay. You could pay for my tuition with that wardrobe. Okay. That is a tasty plasma. Yeah. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy again. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Okay. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwoods, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er als... Wer hat das geschrieben? Von Juliet Watson. Oh! Wurde der, zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave-Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan-Ära gegründet. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Wow. Männliche Schüler mit Ohrring wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Footballspieler 2 oder 3 exotische Piercings. Der Vortex Club
war einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wow, ist ja jetzt krass, dass es genau das Gegenteil geworden ist. Wie ironisch ist es, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Club beschreiben? Oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwoods erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchen, Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Das heißt, Juliet und Victoria sind eigentlich nicht auf einer Wellenlänge, ne? Gut, dann, warte, sagt sie hier was zu dem vermissten Poster? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure? Oh mein Gott! Da steht einfach Bitch drauf. Und who cares? Also, wen juckt's? Alter. Oh, internationaler Fotograf Mark Jefferson, örtliche Ausstellung. Ah, okay, mit dieser Anzeige gibt es einen Dollar Rabatt, alles klar. Gut, dann schauen wir uns noch das Buch hier an. Victoria is a real Jefferson groupie. Okay, das wussten wir vorher schon. Dann, Yes, Victoria has the best retina screen laptop. Keine Ahnung, gehen wir da dran? I'll give Victoria props for not posting my photo and for this nice shot. Freunde 857, Abonnenten 1126. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Taylor. Es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sex von Dana aus Zachs Handy gelesen habe. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient dafür, dass die Schlampe mir Zach weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. Okay, also. Warte mal. Juliet ist mit Zach zusammen. Und Victoria wollte was von Zach, aber Juliet ist jetzt mit ihm zusammen und deswegen hat Victoria Juliet verarscht und Dana ist nur mit reingezogen worden. Habe ich das korrekt zusammengefasst? Kann ich das jetzt wirklich ausdrucken? E-Mail drucken. So, wo ist denn hier ein Drucker? Hä? Ach, da oben. Nee, das ist eine Anlage. Hä, wo ist denn hier ein Drucker? Ach, da. This isn't even recycled paper. Victoria is not doing her part to save the earth. Max wird mir immer sympathischer. Oh mein Gott. This better convince Juliet that Dana is innocent. Okay, ich weiß nicht, ob ich noch ans Tablet gehen soll. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Okay, das war jetzt. Maybe I will join her posse. Okay. Fotos. Sieht das selber? They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Nee. Okay, bye, Victorias Zimmer. Ich komme, Dana, ich komme, um dich zu retten. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk.
Wisst ihr, was ich richtig dumm finde? So richtig. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Mach mal. Wisst ihr, was ich richtig dumm finde? Warum glaubt Juliet denn so einer random Person wie Victoria, die sich überhaupt nicht verstehen, dass ihre Freundin Dana angeblich mit ihrem Freund rumgesextet hat? Warum glaubt sie Victoria das denn einfach so ohne Beweise? Also, hä? Da glaubt man doch eher der Freundin. Oder beziehungsweise fragt sie zumindest, ob das irgendwie halt stimmt oder keine Ahnung. Auch wenn sie dann vielleicht nicht die Wahrheit direkt sagen würde, aber als ob man direkt halt einfach glaubt, dass Victoria die Wahrheit sagt. Weil sie generell eifersüchtig ist. Ja, aber deswegen glaubt man doch trotzdem nicht direkt der Bösen, oder? Victoria ist aber ihre beste Freundin. Nee, eben nicht, oder? Victoria ist doch die Böse. Und Juliet hat doch den Beitrag über Victoria geschrieben, den wir eben durchgelesen haben. Oder? Ich würde es ein wenig glauben, lol. Ja, vielleicht ein bisschen, aber doch nicht so, dass man seine Freundin ins Zimmer einsperrt, oder? Also, wäre jetzt so ein... I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Ach, das ist der Stick, okay. There's that damn flash drive. Ich möchte ihn aber noch nicht nehmen. Oder ich nehme ihn einfach. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Geil. Warum kann ich den Stick jetzt da an... Okay, ich kann den da reinstecken. Ich will da mal ganz kurz... It would be a cool sticker without the words. Was steht denn da drauf? Ach, The Vortex Club, glaube ich. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO Logan. Aha. Wer war denn nochmal Logan? Haben wir den schon kennengelernt? Aber hier sind nicht alle, ne? Der andere Böse. Ach so, der, die eben zusammen Football gespielt haben. Zachary und Logan, waren das die beiden? Die sich den Football hin und her geworfen haben. Find das Spiel mega und habe vorher noch nie was davon gehört. Bin auch erst das vierte Mal im Stream dabei und freue mich jetzt schon auf jeden neuen Stream. Ah, oh, das freut mich voll. Okay, ja, okay, alles klar. Das sind nur die wichtigen Charaktere, glaube ich. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das. War hier sonst noch was? Ich kann noch mal mit Dana sprechen. Hey Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Ja. Victoria ist fies, Juliet ist stinksauer. Ich glaube, wir sagen, Juliet ist stinksauer. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Ooh. Kann ich noch was mit dir reden? Now I feel too wiped out to leave. Okay. Ich möchte aber noch ganz kurz hier an dein PC. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv des Warren G. Die besten Serien aller Zeiten, Berieselung, Kram, nicht heruntergeladen, unerwünschter Gast,
Unheilige Unzüchtigkeit. Max. Aber kann ich denn sehen, was in dem Max-Ordner ist? Mülleimer schreibt ihr. Okay, ja. Guck ich jetzt. Als ob man den einfach so aufheben würde, wenn die da so sitzt. Oh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Oh no, das wollte ich nicht. I'm nice, sorry. Max. I know. Oh my god, ich weiß, dass es scheiße war. Es tut mir leid. Ja. Ja. Okay. La la la, I don't see that pregnancy test. Genau. Okay. This is both sad and pathetic. Ach, das haben wir ja schon gelesen. Okay, am PC konnten wir da jetzt noch irgendwas machen? Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And okay. Yes, Max, so terribly wrong. Okay. Sorry. Okay. Okay. Hey, Dana. No! Ich will das nicht sagen. Dana, I'm not trying to be nosy. Ich will das nicht sagen. Rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Yeah. Yeah, kann ich. Of course. I was pregnant. Oh nein. Was. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Oh my god. Done. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay. I'm sorry, girl. Mutterschaftsbuch. Good lord. Dana really was on her own. Oh my god. Okay, bye, girl. Ich warte gern ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz, ich kann auch das sehen. Je mehr SMS, desto langsamer auf dem Weg. Bye. Okay, wir kommen. Oh mein Gott. Logan, sicher, ja. Ich glaube auch. Wer sonst? Sollen wir einfach zu ihm gehen und sagen, hey, gehört, du wirst Vater? Ow, that hurt. Damn, I better rewind. Oh, warum? Oh. Ups. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Oh mein Gott, du bist so... Fuck this shit. Ow, that hurt. Hä? Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. Ja, aber ich kann... kann ich das... Waren das Mädchen vor dem Ball? Okay. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Ah, oh. Now that's what I'm talking about. I actually helped Yay! Somebody. Yay! Max, that was awesome. Thank you. Ja, ich bin ja auch nett. Kein Problem. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Bullies never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Aww. Now I have to finish this stupid book. Thanks again. Let's talk later. Okay. Soll ich jetzt nochmal zu ihm gehen?
Get lost, hipster. Ach, nervt nicht. I'm not doing any interviews. Halt Schniss. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Das ist der böse Security Man. Oh mein Gott, eingreifen. Wahrscheinlich war Foto machen besser. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. No. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Ich lieb dich, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Mach Maybe nix. I should rewind and mind my own business. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich liebe das, wie die immer alle da so rumliegen und so. Würde ich auch gerne mal machen. Ich habe zwar einen Garten, da könnte ich mich auch einfach auf die Wiese legen, aber hey. Jetzt lernen wir endlich Warren kennen. Yay. Nach 2 Stunden. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Chaos, death. Good thing I don't have a car. Yet. Eat shit. And smoke. Hippies. Nee, choke. Was heißt denn choke? Oder steht da smoke? I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Ja, Burger! Wir werden kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas verpasse, ne? Oh, Juliet! Oh! How could Zack and Victoria do that to me? Juliet still looks upset about Zack and Victoria. I don't blame her. Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. I don't feel like talking now, Max. Okay. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Tart. Steht da? Tart. Kann es nicht lesen. Ich vermisse ein Poster. Sagen die mir immer was anderes? At least Rachel Amber has people who care about her. Nee, ne? Truck. Now this really pisses me off. So entitled. Ey, Max ist doch wirklich einfach ich, oder? Ist sie nicht einfach ich? Bastard. Sie regt sich über die gleichen Dinge auf, über die ich mich aufrege. Hier war doch noch was anderes. Da, Gott. A new surveillance system. That's how it starts. Ah, okay, das war das, wovon die Lehrerin gesprochen hatte. In dem Van Fenster? That layer of dust is begging for my finger. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. True. Einfach nur true. Ey, ich liebe ihre Gesichter.
I could use this picture for a series on Arcadia Bay lots. I'm so dirty. Ich immer, wenn ich Autos sehe. Ja, same. Cute. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt zu Warren gehen. Ich glaube, wir haben dann alles erledigt. Max, get your ass over here. Ja, kannst du ein bisschen Geduld haben, bitte? Du wartest erst 2 Stunden. Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. Also, ich finde es ein cooles Auto. Yo, Max. Ja, ist gut. Hi. Oh, it's cute. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Daniel hat es gepostet. Hey, wir haben das doch schon gesehen. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Wir sagen einfach ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie was geguckt hat. Warren ist voll in der Friendzone. Ist so. Dabei ist er so cutie. Paula, herzlich willkommen, Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Voll cute. Ich hatte übrigens eben gelesen, da hatte jemand gefragt, was das Spiel kostet. Ich habe es für, ich glaube, 17 Euro oder sowas gekauft. Ich wollte es erst gebraucht bei GameStop kaufen und das hat einfach gebraucht 23 oder sowas gekostet. Und neu kostet das, ich glaube, so um die 17 Euro. Müsst ihr mal gucken, ob es das bei euch in den Elektrofachmärkten noch gibt, weil das halt schon ein bisschen älter ist. Deswegen war es bei mir jetzt leider nicht mehr vorrätig. Ich musste es im Internet bestellen. Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Ich liebe ihn, deswegen sage ich einfach gesehen. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Oha, wie wenig für so ein geiles Spiel. Ja, finde ich auch. Faster Pussycat, kill, kill. Wie kommt's? Gar nicht. Vielleicht ein Insider. No, I was impressed you had faster pussycat, kill, kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. Yeah. But you seem distracted. Aww. Ich muss etwas besprechen. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Yeah. Dr. Warren Graham is in the house. Yeah. I won't even prescribe you yeah. Tell me ich möchte everything. Dir davon erzählen. For reals, Warren. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? Ist das der Direktor? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms.
You best tell me what you told the principal. Now. Answer me, bitch. I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom. Max? Chloe? No way. You again. Lawrence! Oh, bro, I got this. Hey, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run. Nobody. Und die lässt Warren einfach da? Was ist das denn für eine Freundin? Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Max! Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. Yeah. You're not the only one in debt. Hey, warum haben die denn nicht mitgenommen? I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Ich finde übrigens Arcadia Bay voll der coole Name. Ich schätze mal. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Stimmt, sie hatte eben noch keine blauen Haare auf dem Bild. You came back for Blackwell Academy. Voll geil. Nur für Mark Jefferson. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Ah, das verstehe ich auch nicht. Es tut mir leid. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Wollte ich gerade sagen. Don't use them on me, Max. Ich rieche was, Leute. Oh, okay. Stimmt, ja. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Ach nee. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. Chloe war das nicht auf der Toilette, weil sie vor Nathan gerettet hat? Welcome home, Max. Echt? Oh mein Gott! Oh wow, es sind so viele Eindrücke. Come on in, don't be shy. The house still looks
Nice. Home, shit, home. Nina bekommt nichts hin mit in der Story. Na, es ist manchmal noch ein bisschen schwierig, sich auf den Chat so ein bisschen zu kontrollieren und konzentrieren und halt auch auf das Game. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My stepfuhrer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Yes. Kifft sie? Ich möchte Musik anmachen. It won't play without any power. Da. Ooh. Houston, we have the power, but we need to find a disc to play. Okay. Pictures. Look at that. Me and Daddy. Chloe and her dad were so close. Oh, haben sie sich getrennt oder ist er verstorben? Oh, eine Katze ist raus. Haben wir schon 20 vor 10? Oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Wer ist rausgegangen? Aber ja, das Haus verlassen. Oh, die Kitty Cat. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Was steht da? Autoreparatur. Ach so. $3,006? Kann ich die Pizza essen? I'm not into them. Too pretentious. Hey, that TV used to be in the living room. Uh-huh. I think this junk swallowed her discs. Hmm. She looks super happy. Aww. She looks super sad. Oh. Das ist schnell eskaliert. She looks super stoned. Okay. Alles klar. Da haben wir dann auch die Antwort, ob sie gerade am Kiffen ist. Sie hat auch vermissten Poster hier liegen. Hat sie denn da auch was drauf gekritzelt? So it was Chloe who printed all those flyers. Oh. Okay. Interessant. We used to dare each other to climb down, but never did. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop, but I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. She looks super happy. Ach, das habe ich ja schon gesehen. Chloe's trash overfloweth. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking ticket? Das ist ein bisschen weird, dass sie in dem Müll von ihrer Freundin rumgräbt, aber... Oh, jetzt ist noch eine Katze rausgegangen. Lass mich raten, Ava hinterher? Nee, Amaya ist wieder drin. Okay, sie hat ziemlich viele Strafzettel für ordnungswidriges Parken bekommen. Alles klar. Hier haben wir noch eine Kiste. Okay, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Okay. Sollte ich die dann nehmen? Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal kurz woanders. Nothing but junk in this suitcase. Zigaretten. Jo. Größenmarkierungen. Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. Okay. I barely recognized her. Dark Angel Suki, vielen Dank für 3 Monate. Mwah. In Before the Storm geht es dann um Chloe und Rachel und ihre Freundschaft. Ah, cool. Okay, cool. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Cool.
Tasche. Oh, ich weiß nicht, ob ich überall da so drin rumwühlen sollte. Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. We had such a blast drawing these together. Chloe and Max, she's a killer. Cute. Power Girls, Max und Chloe. Süß. 28.07.2007. No. This postcard is from Rachel Amber. Miss you. Wish you were here. Oh, mein Herz. Okay, ich gehe jetzt einfach hier an die Tasche. This looks like a laundry bag. Ja. Dann and so, it reads like dirty laundry. Wäsche. Gross. Chloe war auch die, die quer auf dem Parkplatz stand. Ach so, auf dem Behindertenparkplatz, ne? Oder? Sie guckt sich nicht mal den Chat an. Hä? Es gibt da noch einen Teil. Es gibt sogar zwei. Einmal dann noch Before the Storm. Das ist dann halt die Vorgeschichte, wie gerade gesagt wurde. Und den zweiten Teil. Also Life is Strange 2. Ciao, Rachie Peanut. Schön, dass du dabei warst. Old cardboard boxes. Okay, vielleicht sind da CDs drin. Dude, you broke my glass snow dough. No! Thanks. No! Kann ich das zurückspulen? Nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Tut mir leid. Okay, dann okay, die Kiste. Chloe, a metal box under the bed equals secret. Ich glaube, ich nehme erst die Schublade habe ich schon geguckt. Größenmarkierung, gucken wir uns noch ganz kurz an. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Dad is gone. Oh. Okay, ich spreche mal ganz so kurz tell mit me, ihr. What does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? Nein, ich möchte noch Musik hören. Izzy, vielen Dank für 3 Monate. Wie lange streamst du noch? Ich weiß es nicht, Leute. Ich fühle mich nicht erwachsen. I don't feel because grown same. Up, just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. Okay. Warum kam da ein Zurückspulzeichen? Ja, keine Ahnung. Soll ich jetzt die Kiste nehmen? Okay, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Ich habe eine CD gefunden. Ist das Rachel? No. Hey, give me that. Oh. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she's a good friend. Sie die ganze Zeit so, ich wollte wirklich nicht neugierig sein, aber ich schnüffel durch all eure Zimmer durch. Das ist Rachel Amber. Wer ist sie? That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, oh my God. I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Rachel hat mich also ersetzt. Was ist denn das für ein Spruch? Was ist denn das für ein Spruch, ey? Ich habe es nie vergessen. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan.
Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Deine Mom? What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Ihre Eltern? What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. Ooh. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Okay. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Can you let me chillax for a bit? Alone? The tools are still downstairs. Okay. Ich frage mich... Also, irgendwas, kann ich das irgendwie anders? Old cardboard boxes. Kann ich nicht den Stuhl nehmen und dann da hochgehen oder so? Okay. Ja, Life is Strange gibt's auch für den PC. Kiffen löst nicht deine Probleme. Genau, das möchten wir hier nochmal anmerken. Definitiv, ganz wichtig. Wow, dark. I cannot see anything. Ah, so schlimm ist es auch nicht. Macht ja auch mal. Okay. Oh, ach, plötzlich wird mir alles ganz klar. Ja, Chloe, unterschreibe ich so. Und sie wieder so. Ich wollte auf gar keinen Fall neugierig sein. This is Ben's with Medication Guide. Okay. I like Chloe's new hair color. Ich auch. She's the opposite of shy. Of me. Also allein für die Musik, ne? Hat dieses Spiel einen Oscar verdient. Sollten wir das Licht wieder ausmachen? Wir sparen Strom. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Ich wollte nicht neugierig sein, aber ich gehe einfach mal in das Schlafzimmer deiner Eltern. This must be Chloe's parents' room. Nee, das war ich schon. Man, I'm nosy today. Ja, gut, dass du das einsiehst. Uh-oh. The prices are late on their bills. Oh. Die Mortgage, das hat mit dem Haus zu tun. Oh no. Oh, jetzt kann ich auch endlich was sehen. Weil vorher war es so dunkel. Ich möchte das Foto ansehen. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Oh
Ist das nicht der Security Man? Ja, ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst zurückspulen und den Vogel retten, der gegen das Fenster fliegt. Aber das ist doch der Nette. Nein, das ist der Böse. Okay, warte mal. Ich möchte den Vogel retten. Wo ist hier ein Vogel? Also ich habe den Vogel fliegen sehen, aber... Oh, oh. Ah! Oh, das war zu weit. Ich möchte den Vogel retten, hä? Ah! Oh! Ist der Vogel jetzt hier drin? Hi, Birdie! Oh! You've been resurrected, Birdie. Ich hab das Vogel gefunden. Fly, be free. Ich hab das Vogel gefunden. Was hat sie gesagt? You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Ja. Ich hab noch einen Fackelkartoffel. Oh. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Aber warum hat Max die denn nicht erkannt? Ihn denn nicht erkannt? Weil sie hatte doch eben noch ein Zusammentreffen mit dem. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Ja, ich habe das Fenster aufgemacht. Was hast du gegessen? Ich habe hier noch so Gitterkartoffeln von McDonald's. Schublade habe ich aufgemacht. Nur vor Geruch. Dog tags. Sweet. David Mattson. Mhm. Das ist der Security Man. Und das ist auch noch der, der die Kameras aufstellen wollte, ne? Act, React, or Die, a 21st Century Survival Guide. Whoa, Apocalypse Self-Help. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Ein bisschen Burger habe ich auch noch. Joyce still works at the diner, and Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Hä? Kann sie? Hä? Sie stand doch vor dem. Sie hat ihn doch gesehen. Zieh Max um. Wie? Joyce still works at the diner. Soll ich sie denn umziehen? Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Wie kann ich sie denn umziehen? Geht nicht. Hä, warum schreibst du das die ganze Zeit? Ich hab das eben schon mal gelesen. Die wusste nicht, dass es Chloes Stiefdad ist. Ja, aber jetzt hat sie ihn ja auf dem Bild gesehen und sie hat ihn ja eben face-to-face gesehen. Oder? Nicht erkannt vielleicht. Ja, obviously. Okay. Uh-oh. The prices are late on their bills. Gut.
Dann haben wir jetzt das ganze Schlafzimmer durchstöbert. Dann können wir auch wieder gehen, ne? Hi, Kiwi. These books have not been touched since Warum ist die Musik decade? Aus? I see why. Wo ist nochmal das Zimmer von ihr? Hi. Ich bin nur wieder da, um nochmal die Musik... Okay. Nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Einfach schon 3 Stunden. Ja, ohne Spaß. 2,5 Stunden haben wir schon gespielt. 2:58 streamen wir. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ihre Abrechnung ist beigefügt dringend. Elektrizitätsrechnung enthalten überfällig. Oh no. Okay. Nope. Someone locked it from the other side. Okay. Dann können wir da heute nicht neugierig sein. Ist ja schade. Da können wir auch nicht lang. Da können wir auch nicht lang. Oh. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Wo lacht die denn? Not so much anymore. Ich wollte eigentlich das Bild von der Kitty Cat näher sehen, aber hey. Du hörst jetzt nicht den Anruf ab, Beantworter ab. I haven't seen this place in 5 years. Hä? Seems like forever. Ich habe eine SMS bekommen. Und Kate. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Problem, der Typ ist ein Arschloch. Hm. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Thank you. I need travel money. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Spul den Anrufsbeantworter zurück. Warum? Das habe ich verpasst. Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Oder soll ich den zurückspulen, damit ich den nicht abgehört habe? Was meinte ihr? Ah, okay. Gut, verstanden. Love you, Mom. Warum sind hier eigentlich alle Uhren zurückgestellt? Oh. Nices Bild. Wir sparen den Strom. So. Okay, Glas. Fotos. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ja, sagst du schon die ganze Zeit. Ich möchte gerne auch einen. Ach, ich habe gerade einen gegessen.
Eine Einkaufsliste? Okay. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Oh my God. Ist das der Stiefvater? Kann ich mich hinsetzen? Oh nee. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. I guess they're aging these books. Mm-hmm. I should be able to find the tools I need here. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Hä? Zählt sie jetzt immer noch nicht eins und eins zusammen? Sie hat doch literally die Petition von der Lehrerin unterschrieben, wo es darum ging, dass der Sicherheitsmann Kameras installieren wollte. Hä? Doch, sie weiß es. Doch, sie hat doch gesagt, dass es ihr Stiefdad ist. Aber sie redet immer noch so, als wenn sie das nicht wüsste. Hat sie doch gesagt. Ja, aber es hat sich gerade wieder so angehört. Oh, er ist Security Man an der Blackwell. Ja, hä? Doch, sie weiß, dass sie meinte... Doch, wie kann man nur so sein, dass man überall Kameras aufhängen will? Ach so, okay. Dann habe ich es falsch verstanden. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, jetzt hat es gerafft. Okay. Ich finde, er sieht ein bisschen so aus, wie der Typi bei Orange is the New Black, der eine Polizist, wahrscheinlich liegt es am Schnäuzer, aber der ist auch so ein Wichser. Entschuldigung, wollte nicht das böse Wort sagen. Oh mein Gott. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Yes, score. Noch ein Laptop, den sie einfach so dingsen kann. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Die fallen wahrscheinlich wieder runter. Warning, I don't dial 911. Oh mein Gott, das ist so ein richtiger Donald Trump-Wähler. Da steht, Warnung, ich wähle nicht 911. So nach dem Motto, ich schieße direkt. Oh mein Gott. Es wird Konsequenzen haben, dass eine Karte. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Also so ein bisschen dumm ist die ja schon, ne? Placement of cameras steht da literally. Das bedeutet Platzierung der Kameras. Hä? Okay. Den Fernseher können wir auch anschalten.
Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? Oh. For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Oh. Aus dem Schrank raus? Auch bei Chloe? War auch in Chloes Zimmer eine Kamera? Garten? Eingang? Natürlich mit Amerika-Flagge. Flur? Schlafzimmer? Nee, bei Chloe keins. Aber trotzdem krass. Aber kann er sie dann nicht jetzt auch sehen, wie sie da rumstöbert? Kann ich den Schrank wieder zumachen? Okay, dann waren da oben noch Werkzeuge. Da kann ich ja wahrscheinlich wieder nicht dran. Oh, Precision Screwdrivers. Except I can't reach them. Warum sollte ich die Waschmaschine anmachen? That does not look stable. Clever. That was very smart. Er hat dich aufgenommen. Spul besser zurück. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, stimmt. Okay. Okay. So reicht, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Hä? Ach so, das Ooh, liegt wieder da. Precision Screwdrivers. Except I can't reach them. Oh, ich doofe Nuss. Ich muss erst die Pappe drunter schieben. No can Oder? Reach. Oder geht das jetzt auch noch nachträglich? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich nicht, aber ich probiere es einfach. Nein, okay, da muss ich erst zurückspulen. Leute, langsam kriege ich das hin. Langsam kriege ich das hin. Ich kombiniere. Yes, you have yes, mad Max. Skills, Max. Woo. Okay. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Sollten wir an den PC gehen? Ich meine, können wir ja wieder rückdingsen, oder? Die fehlende Waffe im Waffenschrank könnte doch die Waffe von der Toilette-Szene sein. Ja, aber ich glaube, in Amerika hat eh gefühlt jeder eine Waffe. Okay. No password. Like it would help me find tools anyway. Okay. Sollte ich das zurückspulen? Vergiss die Akten nicht. Oh mein Gott, stimmt. Okay, okay, okay. Dann muss ich gleich nochmal zurückspulen. I wonder what's in those files up there.
Shit! Butterfingers! Oh my god. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Was? Okay, this is getting totally weird. She knows something. Was? Ew! Sonst ist hier nichts. I don't want to look at these creepy photos again. Okay. Why does David have them? Okay. Okay. Okay, dann haben wir es jetzt, glaube ich. Trophäe. Ew. Poor little dear. Ekelhafter Typ. It's not enough to kill you, they have to display your head. Yeah. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Waschmaschine aus. Hey, habe ich die nicht ausgemacht? Oh. That does not look stable. Yeah. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Richtiger Amerikaner, ey. Oh. Cool, now it's open. Ah. Aber habe ich jetzt, hatte ich da jetzt auch alles angeschaut? Ja, oder? Ich glaub, das war's. Okay. Ups. Ist das immer noch die erste Episode? You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Nee, danke. Die Aufnahmen vom Schlafzimmer. Lösch die Aufnahmen besser. Du musst noch die Aufnahmen löschen. Aber wie mache ich das denn? So? I can't fix this thing. Nee, Leute, ist jetzt egal, weil ich habe es ja nicht gemacht, yeah. Und deswegen. I just took them today. Let me see. Es müssen wir jetzt mit den Konsequenzen leben. Wait. I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Nee. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Wenig. Just a bit. Isn't he immer ehrlich? There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Mm. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Sie die ganze Zeit mit ihrer Tasche, ey. I know it was your birthday last month.
Alter ist unten. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Aww. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Oh. Yo, turn it off. Turn it off. Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Okay. What's going on? In den Schrank, in den Schrank, chill, in den Schrank. Chill, I'm changing. Is that okay? In den Schrank, in den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. In den Schrank, in den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just... Let me oh mein Gott, unter das Bett, unter das Bett, unter das Bett. Nein, kann ich nicht. My bra is stuck. Wo kann ich hin? Around, oh mein Gott. Open this door. Da. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Ja, keine Ahnung. Open the door. One, two, oh mein Gott. Oh mein Shit. What's going on in here? Why is she here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking! She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. Kann ich zurückspulen? Nee. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. Is this true? Ich kann jetzt nicht zurückspulen. Geht nicht. Ja, wir nehmen einfach die Schuld auf uns. Yeah. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. Als ob er sie nicht erkennt. Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Ah, okay. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do Get you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Guck mal, was ich hier immer so denke. That did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Okay. Was ich mir immer so denke, also klar kann ich jetzt zurückspulen, aber... Ach komm, wir spulen zurück. Chloe, open this door. You can hide a joint, but not the smell. Forget it. Okay. This is going nowhere fast. Shit. Hey? Look someplace else. What's going on in here? Why is she here? None of your business. I don't like strangers here.
Stop freaking. She's not a stranger. Ich konnte weder das Gras verstecken noch aus dem Fenster raus. Another one of your friends. Hot. It's from Max. Is this true? Ich muss in den Schrank aber vorher die Lampe verschieben. Yeah. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your... For taking the heat. We totally smacked punk ass down, Max. Okay, also nochmal. Also, erst die Lampe weg. Ich kann die Lampe nicht bewegen. Ach so, ich muss ja auch erst... Bin ich doof. So. Okay. Bewegen. I'm changing. Give me a minute. So. Und jetzt... Schrank. Jetzt habe ich das Gras vergessen. Egal. I'm not screwing around, soldier. Chloe. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You've been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Was soll ich tun, Leute? Ich meine, im Endeffekt ist es ja dann wurscht. Ob ich mich im Schrank verstecke oder nicht. Er riecht es ohnehin. Versteckt bleiben. Ja, eigentlich schon, ne? Wir müssen doch nicht immer so kommen. Okay, wir bleiben versteckt. Stop treating me and my mom like man sieht sie einfach voll krass. Leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce. Aber Belle Marie, like now. Vielen Dank für 3 Monate. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you. Just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Arschloch. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Er wäre trotzdem ein Arsch gewesen. Vor allem... Eingreifen erschlägt uns Chloe. Ja, aber sonst, wenn wenn wir eingreifen, hat er uns noch mehr auf dem Kicker. Warum können wir denn jetzt plötzlich aus dem Fenster raus? Und eben ging das nicht. Ich lasse es jetzt einfach so, Leute. Wenn du eingraust, vertraut dir Chloe. Ja, aber Leute, ihr müsst auch mal das anders sehen. Ich würde das jetzt nur machen wegen des Chats, weil ihr mir das sagt. Und das sind dann nicht mehr meine Erfahrungen, sondern also meine eigene Entscheidung, sondern eure Erfahrungen. Weil ihr das Spiel schon kennt. Wisst ihr, was ich meine? Hi. Wie lange geht denn noch die Episode? Gleich ist die erste Episode vorbei. Ja, perfekt. Weil dann werden wir den Stream nämlich. Wow,
This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ist das jetzt bei der Chloe? Oder ist sie jetzt schon wieder irgendwie am Schlafen oder so? I got you. Süß. They haven't updated this sign since the 1980s. In diesen Wäldern findet ihr eine Vielzahl an Tieren, das heißt aber nicht, dass sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein, seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald, bitte bleibt auf den Pfaden und fragt einen Ranger, wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti füttert nicht den Bigfoot, bleibt weg, weißer Mann. Oh, oh, oh. Hello, cute little squirrel. Hallo. You and me. Stare contest. Du hast verloren. Lighthouse. I feel like I'm in my nightmare again. Ja, es ist auch exakt das gleiche, nur dass da ein riesiger Wirbelsturm war. Können wir hier ein bisschen aufräumen? Oh. Warren hat geschrieben. Oh. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, okay? Versprochen. Kein Problem. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Keck. Was? Was bedeutet denn Keck? Also, ist damit Keck gemeint, das Wort, oder? Birds are so lucky. They can always escape. Wer sitzt da? Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Ja, und lässt sie im Dreck hier liegen. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Keck ist eine Beleidigung. Ja, I know, dass es eine Beleidigung ist, aber ist die damit auch gemeint? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Eine Würde. Spaß. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. No. How long has that been here? Mega schön. Geil. Wow. This is Chloe. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Bist du sauer auf mich? Tut mir leid. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Ich finde das aber richtig behindert irgendwie. Entschuldigung. Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Sie hätte ihr das angehangen und wäre dann völlig okay damit gewesen und ist jetzt aber enttäuscht, wenn sie dann nicht eingreift. Klar, er hat sie geschlagen, was absolut scheiße und unverzeihbar ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich deren Idee von Freundschaft immer alles so ein bisschen komisch, I don't know. Ich hätte ein Foto machen
sollen. Er hat Kate blöd angemacht. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Files? I know that look. You peeked. So, dish the dirt. Snuff videos? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh my god. Why am I here again? Er ist jetzt eingeschlafen. Henry. Ich muss vor Peter. Okay, lauf. Is Chloe still up there? Oh, I have to find out. Gott. I've never seen a storm like this in Oregon. Hä? Wie komme ich denn jetzt da hoch?
Während du die Zeit zurück... Ach so, okay. Okay, verstehe. Oh ja. Okay. Oh, Nina, kein guter Plan, kein guter Plan. Erstmal eine Zeitung lesen, Leute. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Tornado is headed straight for the town. Oh, okay, das ist wirklich ein Tornado. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Okay, also hat Morgan sie quasi gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said. Not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Schneit es? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Big news. Max, start from the beginning. Tell me everything. Through the blizzard, through the
Gott! Wie geil ist dieses Spiel? Oh mein Gott! Wie geil ist dieses... Oh mein Gott! Das ist ja wirklich einfach wie eine Serie. Oh mein Gott! Auch jetzt mit diesen Episoden, das ist ja mal sowas von geil. Findet ihr das auch so geil? Oh mein... Ist das geil. Einfach nur geil. Einfach nur Hammer, Leute. Einfach nur Hammer, wirklich. Ich komme nicht klar. Einfach nur krank geil. Ich bin wirklich sprachlos. Ich finde es so krass geil. Okay, ich werde den Stream jetzt definitiv beenden nach der ersten Episode. Wir haben jetzt nämlich 3,5 Stunden schon gespielt und ich finde, das ist so ganz gut. Dann können wir nämlich immer eine Episode quasi pro Stream spielen. Wenn ihr gerne möchtet, streamen wir morgen die 2. Episode. Vielleicht, also ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt wirklich immer eine ganze Episode schaffen, aber wir können auf jeden Fall, wenn ihr gerne möchtet, morgen streamen, morgen Abend. Wenn ihr gerne möchtet. Weiterspielen werden wir jetzt nicht. Ich mache jetzt auch mal Feierabend. Aber die Entscheidungen kommen noch. Okay, wir warten den Abspann noch ab. Wie viel Uhr? Das könnt ihr entscheiden. Ich mache mal kurz eine Umfrage, dann könnt ihr sagen, was euch am besten passt. Ob wir das lieber mittags machen oder lieber abends. Wann streamen? Mittags oder abends? So. Okay, der Großteil stimmt schon für abends, dann ist gut. Ja, ich würde ein bisschen früher als heute, so genau, schreiben auch schon ein paar, 17, 18 Uhr, würde ich auch anpeilen. Ich werde euch dann morgen genauer Bescheid sagen, aber ich denke mal, 17 Uhr ist gut. 19 Uhr war gut wegen Abendessen. Ja, aber ich finde das, also ich weiß nicht, aber... ob ich dann nicht schon müde bin. Wie wäre es mit 18 Uhr, die goldene Mitte? Ja, ich werde euch dann morgen noch Bescheid sagen, wann genau. Ich glaube auch so gegen 18 Uhr vielleicht. Okay, ich bin gespannt auf die Entscheidungen. Echt, ich finde es Hammer. Achso, ich muss noch das YouTube-Video beenden. Alle YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr beim nächsten Stream dabei sein wollt, dann guckt auf Simfinity_Mina bei Twitch vorbei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.